Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu unserem Jahreskonzert haben Sie persönlich und im Namen aller Aktivmusikerinnen und Musiker hier in der Heuriger Festhalle recht herzlich begrüßen. Es freut uns, dass Sie sich heute Abend für uns entschieden haben, wir somit den Kampf gegen das heutige Fernsehprogramm gewonnen haben und wir Ihre Gastgeber sein dürfen. Einen besonderen Willkommensgruß richte ich neben unseren Ehren- und Passagieren an die erste stellvertretende Ortsvorsteherin Annette Bachmann-Rade. Sie vertritt heute Abend unseren Ortsvorsteher und Präsidenten vom Musikverein, der in den letzten Wochen Opa geworden ist. Auf diesem Weg auch nochmal herzlichen Glückwunsch von uns zum Opa. Dann darf ich auf alle anwesenden Vertreter der Heuriger Vereine begrüßen, sowie alle anwesenden Vereinsvertreter benachbarter Orte. Ein herzliches Willkommen genauso an die Vertreter der Presse, der Paul Schneer und der Herr Braun vom OV. Herzlichen Dank, dass ihr da seid und wir freuen uns auf einen recht schönen Zeitpunkt. Und last but not least möchte ich unsere musikalischen Freunde, das darf ich mal einfällt, hier in Hauge recht herzlich willkommen heißen. Es freut uns, dass ihr den Weg über den Buckel zu uns nach Hause gefunden habt. Herzlich willkommen. In unserem Jahreskonzert offerieren wir den musikalischen Höhepunkt unseres Vereinsjahres und bedanken uns auf diese Weise bei Ihnen für Ihre Treue und das Interesse an unserem Verein. Die letzten Wochen und Monate hat unser Dirigent Igor Wittgut mit uns für Sie ein musikalisches Programm einstudiert und vorbereitet, welches sicherlich für jeden Musikgeschmack etwas bietet. Bereits zum 5. Mal in Folge, und damit ist es heute ein kleines Jubiläum, haben wir unser Konzertprogramm mit dem Heuriger Musikverein Kids, mit den Hamukis, eröffnet. Sie sehen es, unsere Hamukis werden immer noch von ein paar etwas älteren Musikern aus dem Bankiv-Orchester verstärkt. Und wir sind der Meinung, es geht jedem besser. Wir könnten ein paar jüngere mehr haben. Deswegen, wenn Sie jemanden kennen, der ein Instrument spielt oder wo er es lernen will, oder wenn Sie mal ein Instrument gelernt haben oder wieder spielen und wieder spielen möchten, oder wie auch immer, melden Sie sich einfach bei uns. Wir finden eine Möglichkeit, wie wir Sie hier integrieren können. Die Stücke, die wir mit den Hamukis spielen, stellen wir uns Hamukis selber vor. Und mir bleibt nur noch meine immer wieder ausgesprochene Empfehlung an Sie. Nehmen Sie sie zurück, hören und genießen Sie weiterhin die Hamukis und im Anschluss die Aktiven des Musikverein Hauingen unter der musikalischen Gesamtleitung von Igor Wittgut.